Weltgeschichte hat viele Facetten. Mich interessieren besonders Studien und Arbeiten, die bei der heutigen polyzentrischen und verflochtenen Welt ansetzen und sich darum bemühen zu erklären, wann und wie diese entstanden ist und sich auf dem Weg wiederholt gewandelt hat. Eine zentrale Dimension dieser Untersuchung ist die Frage danach, wie unterschiedliche und parallele Handlungsspielräume, lokale, globale, nationale und internationale, regionale, aber auch ganz andere Räume sozialen und gesellschaftlichen politischen Handelns entstanden sind und in welcher Beziehung sie zueinander standen. Das lenkt den Blick auf die historischen Akteure und auf die Verflechtungen, die sie geschaffen haben, ebenso wie auf die Grenzen, denen sie ausgesetzt waren. Versteht man Weltgeschichte als eine Geschichte der Interaktionen und deren Begrenzungen, eröffnen sich zahlreiche Forschungsperspektiven. Denn Verflechtungen sind immer zeit- und unspezifisch kontingent von unterschiedlicher Dauer und Reichweite. Und so werden auch die Geschichten über sie höchst facettenreich sein, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Position der Forschenden darin niederschlägt.